Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hof Bergmann im Projekt Axis Lohnunternehmer. Wir haben so ein bisschen so ein paar Kleinigkeiten gemacht, bisschen Mission. Jetzt sind wir natürlich wieder dabei, um für... Genau. Dankeschön für das Abo. Wo kann man denn hier die Maschine überhaupt abgeben? Ne, dann verkauf ich. Oder warte mal, ich guck mal. Jetzt sind wir natürlich wieder dabei, dass wir für Gutshof Drei Eichen wunderbar wieder arbeiten können. Wir sollen ein bisschen dreschen, zwei Felder. Ich glaube, Gerste ist da drauf, das Ganze in eine Ölmühle geben und dann sollen wir noch pressen. Natürlich eine tolle Arbeit. Super daran ist, kriegst du viel Geld, verdienst du gut. So, den Grubber verkaufen wir jetzt nämlich. Wir hatten nämlich ein Update, es gab einen neuen Mod. Man kann auch sagen, Jesse hat sich einen neuen Mod gewünscht. Den verkaufen. So, wir gehen in Menü. Wir haben gar nichts, was wir... Ach, den können wir jetzt kaufen. Ja, bestimmt nicht. Grobase. Die waren bestimmt schon da und ich habe sie nur nicht gesehen. Total. Und zwar gibt es von Rabe den Sturmvogel. Den gibt es als 9 Meter Einheit und wir wollen hinten natürlich Licht haben. So, den kaufen wir und dann ist der Sturmvogel gelandet. Ach nee, das steht da draußen, ne? Drinne. 250 ganze PS braucht der bloß. Alter, ist der riesig. Und dann mit so einem kleinen Trecker? Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ohne Frontgewicht wird er nicht viel. Junge, ist der schwer. Ist der zu schwer? Aber den kannst du halt so wunderbar einklappen. Na, das geht mit der Schwierigkeit. Schwierigkeit vor allen Dingen. So, wir haben nämlich noch eine Mission angenommen. Grubbern auf Feld 27. 27 ist ja, glaube ich, Gen Heimat, gell? 27 nicht hier um die Ecke? Jo, 27 ist um die Ecke. Da kannst du jetzt nämlich mal eben hinfahren. Feld 27. Auf geht's, ab geht's. Ach ne, willst du da rumfahren? Ach, du armes Tuffi. Aber dann können wir dir eigentlich auch gleich einen Kurs geben. Feldposition auf der 27. Du machst öffne Kursgenerator. Da kannst du nämlich mit drei Vorgewinden einfach mal zack, bam. Alle Dude am ersten Wegpunkt anfangen. Jetzt wirst du doch wieder die Richtung. Was denn du? Was denn du? Jo, wir haben hier schon mal alles vorbereitet für den Dresch-Einsatz oder Drusch-Einsatz. Die Gäste kommt in die Ölmühle. Habe ich gehört. Das ist Weizen? Guess. So, jetzt wird es nämlich wieder interessant. Wir brauchen zwei Vorgewände auf jeden Fall. Wir machen Vorgewände Überlappung 20%. Wir machen das Ganze in scharf und wir gehen auch raus ein bisschen und dann generieren wir den Feldkurs. Immer natürlich in der Hoffnung, dass das Ganze sauber abläuft. Wenn er jetzt die Feldinsel Astrein umfahren hat, dann passt das. Hat er denn Strohauswurf an? Man weiß es nicht. Sieht noch nicht so aus. Jo, wir kriegen einen sauberen Strohauswurf. Das ist spitze, das ist prima, das ist klasse, das macht Spaß. Dann steht hier ein Trecker. Den... Können wir den bewegen? Jo. Dann fahren wir den mal eben beiseite. Nur so, dass mein Autodrive hier weiterkommt, aber dann muss ich ihn nur noch ein bisschen zurücksetzen. Du musst den gerade machen. So, knackig, fruchtig, frisch umgeparkt, den Kleinen. Und wieder ausgemacht. Läuft. So. Dann machen wir nämlich jetzt mal eben Folgendes. Wir waschen jetzt mal eben kurz den Tiefenlockerer.
Das Ganze muss natürlich auch noch weggestellt werden. Ich finde das immer schade, dass man in den Prozenten beim Händler kein, wie heißt es? Kein Traktor findet. Das ist immer so ein bisschen armselig. Aber warte mal, mir fällt gerade was ein. Was hat er für eine Einstellung im CP? Soll er selber abtanken? Dresche. Selber abtanken. Ja, da müssen wir aber auch den... mit dem Trecker dann aber auch aufs Feld fahren, sonst wird das nichts mit selber abtanken. Wobei ich sowieso nicht genau weiß, wie weit kommt der denn überhaupt mit Gerste. Warte mal, wir können zwei Füllungen in einen Anhänger, das heißt viermal voll. Und so lassen wir den stehen, machen wir den aus. Dann waren wir stehen geblieben, wo? Ich weiß nicht mehr. Ach doch. Abkuppeln und zum Shop fahren. Weil, liebe Freunde, jetzt kommt's nämlich. Wir haben ja immer einen Ballenwagen gehabt, der Akusin Autostack ist. Und das ist nämlich Geschichte, seitdem dieses Mäuschen hier ist. Und dieses Mäuschen, den eigentlich ganz geil, weil der hat eigentlich die optimale Länge und mit 36 Ballen ist das auch nicht zu viel. Und der kostet halt nichts, ne? Und wenn wir den dann in Hauptfarbe ein bisschen in Fendt lackieren, guck mal hier, John Deere, Fendt, Fendt Nature Green, oh, Felgen in Orange, das ist so hässlich, ey. Ja, warte mal, eigentlich kann man den ja in Grau lackieren. Grau, schwarze Felgen muss sein. So, Design und die Hauptfarbe machen wir auch in so einem Grau. Das glänzt ja, das wollen wir auch nicht. So, so sieht das dann schon viel besser aus, oder? Auf Po 6. Reifenvariante, aber wo kannst du... automatisches Ballenladen, ja. Eigentlich ist er mit Aufbau ganz schick, ne? Machen wir den so? Das ist doch geil. Gibt's da Contis? Jo. Contis gibt's auch. Wir kaufen den. Für 31.000 Euro. Wir haben einen Ballenwagen neuen. Und? Wir haben einen neuen... Schreibt das Errors? Ne. Grubber, da fährt er. Da fährt's da mit dem Grubber. Der ist ganz schön schnell, ne? Junge, mit 15. Guck dir das mal an. Also langsam lohnt sich das, Lohnunternehmer zu sein. Ich meine, das heißt ja nicht umsonst Lohnunternehmer. Es muss sich ja lohnen, ne? So, dich stelle ich zum Shop. Wird nämlich unser neuer Anhänger und dann geht der Akusin nämlich auch in die Tonne. So, wunderbar. Müssen wir halt nur noch mal irgendwann feststellen, was wir hier machen. Aber ich glaube, wir behalten das einfach als Bauplatz und bauen da irgendwann eine Dings hin. Eine, wie heißt das? Eine Halle. Nee. Das möchte ich so auch nicht haben. Machen wir wenn dann vernünftig. Hab sowieso schon überlegt, ob ich nicht den großen 39 jetzt gleich hier hochschicke zur Feld 12, dass wir das vernünftig ausschwaden können. Das können wir eigentlich auch machen, ne? Was soll der Geiz? Also die 3 Sekunden, die haben wir auch noch, dass wir das schön ausschwaden können, die ganzen Ecken. Voll. Wenn man den jetzt am nächsten Wegpunkt startet, dann macht er was? Grütze macht er dann.
vor allen Dingen Grütze. Das ist so geil. Aber Gäste ist ganz schön viel, ne? Gerste ist immer richtig viel. Und wir müssen ja auch mal investieren. Wenn wir schon jetzt hier so viel... Oh, hier, da ist was. Da hat er was übergelassen. Kiek mal. Ja, dann musst du mindestens einmal mit dem Schwader rum, sonst geht das nicht. Also können wir gleich einen Schwader hinterher schicken. Man fährt übrigens auch nicht übers Stroh-Eix. Das macht man auch nicht. Hier hat er auch was stehen gelassen. Traumhaft. Hier auch. Naja, ist halt nicht alles Gold, was glänzt. So ein großer Drescher ist halt auch bloß ein Drescher. Aber der Sturmvogel gefällt mir, der ist geil. Der bockt. Guck mal, und der Onkel ist hier beim Shop angekommen. Das ist doch Wunderbärchen. Kann man noch vorwärts reinfahren, den abkuppeln und sagen, ich verkaufe dich? Ja, bestimmt, oder? Ja, guck mal, 26.000 haben wir da noch für gekriegt. Ich habe aber das Kennzeichen nicht geändert. Das gibt Ärger. Pass auf, da machen wir nämlich mal eben Folgendes. Kann man den... Ne, den kannst du nicht sperren. Schade. Jetzt wahrscheinlich wieder nicht als Drehschemel gilt oder so. Oder weil Ü eine andere Taste ist. Autoload. Kann ja auch wieder nur witzig sein. Konfigurieren. Wir möchten das Kennzeichen nochmal eben ändern. Das ist immer in grün, glaube ich, ne? Oder? Jupp. Können wir eben kurz gucken, ob das stimmt. Hat er jetzt nicht übernommen, warum nicht? Hä? Wieder irgendeinen Scheiß gedrückt, pass mal auf. Na? Jo. Das ist cool, das macht Laune. Den kannst du auch, glaube ich, einfach rückwärts fahren. Sagt der und hing in der Wand. In der Mauer, auf der Lauer sitzt ein kleiner Ballenwagen. Oh nein, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Warum hat er sich abgekuppelt? Was ist das denn? Was machst du denn für einen Scheiß? Kuppelst du dich einfach ab? Wirst du wohl da dranbleiben? Also ich glaube, hast du einen Haschmich oder was ist hier los? So, wir haben dann auch den Ballenwagen schon mal parat. Läuft der hier, ey. Dahinter, vor allen Dingen dahinter kannst du noch... Ups. Ich fahre den ganzen Weg jetzt rückwärts. So weit, so weit. Ich habe ja dann auch noch eine Abmahnung, dass ich doch bitte immer die Feldeinfahrten nutzen soll. Mach ich, ist gar kein Problem. So, wie schön. Stopp. Nein. Drescher. Komm her, mein kleines Putzibu. Hm.
Im Grunde genommen ist es ja am besten immer, wenn man das Vorgewende selber fährt, ne? Selber. Passt. Er ist trotzdem auf selber abtanken eingestellt. Wir müssen nur irgendwo die Anhänger separat gut hinstellen. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn wir die auf die lange Seite, wenn da vorne dann... Na, das könnte sein. Ich will das einfach mal ausprobieren. Dafür muss er aber noch ein bisschen weiterfahren. Ja, obwohl, hier können sie eigentlich bleiben, oder? So, wir brauchen ja noch die Ballenpresse und den Schwader. Ballenpresse und Schwader. Könnte natürlich auch Follow Me benutzen. Habe ich irgendwie im 17er, glaube ich, total gerne benutzt. Früher war ja, es gab immer eine Zeit lang, da war Curseplay so unglaublich, aber wirklich unglaublich kompliziert. Das glaubt einem kein Mensch. Da hat man dann eher was anderes probiert. Das ist, wie es ist. Wenn man während der Aufnahme eine Nachricht bekommt, die essentiell wichtig ist, dann kann es sein, dass ich mal kurz die Klappe halten muss und einfach mal was tippen musste. Entschuldigung. So, der Sturmvogel gefällt mir. Was gibt es eigentlich Neues auf dem Hof? Lass uns doch mal gucken gehen. Vielleicht können wir irgendwas entdecken. Müssen ja mal ein bisschen spionieren hier, ne? Was ist hier los? Ein Fahrzeug einsteigen? Was ist hier los? Oh, hier wurde gemäht. Big Schwade. Mit so einem Bandschwader. Gemäht mit einem Big M. Hey, Junge, Junge. Ich darf gar nicht mehr mähen. So, hier sind alle gesund und munter. Schweini, 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 Schweini. Was machen die Kühe? Sind wir dran vorbeigelaufen an den Kühen, ne? Das werden ja auch immer mehr. Voll geil. So, den Schwader hatten wir ja gesagt, können wir ja mit einem kleinen Trecker benutzen. Kann ich mich jetzt gleich dann einmal eben eine Runde vorweg schwaden. Und dann nehmen wir die große Presse. Ja, wir nehmen die Kuhn mit. 125 mm und dann machen wir das. Standard, Felder. 12, wir nehmen die Kuhn mit und pressen 125 cm Ballen. Ja, mal für 1 ausmachen.
So, du fährst dann auch zu Feld 12? Na toll. Naja, wie schön so ein großer Drescher ist, ne? Sagst du dir. Es kommt mit maximalen Hindernissen auf dich zu. Das ist einfach so. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt noch 100.000 Mal hier stehen bleiben, aber so ist das. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, wenn du es noch nicht getan hast. Und du willst wissen, wie es weitergeht, dann lass ein Abo da, das Ganze kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn das heißt, Dinge mit Axie auf meinem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Axie. Tschüss, macht es gut. Bis dann und ciao.